Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch gefüllte Pizzabrötchen backen. Ich werde sie mit Käse und Schinken füllen. Ihr braucht für die gefüllten Pizzabrötchen mit Schinken und Käse oder Salami und Käse 500 Gramm Mehl, Typ 550er, 300 Gramm kaltes Wasser, 5 Gramm frische Hefe, 2 Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Zucker und dann noch Schinken, Käse und Salami. Als erstes geben wir das Wasser in den Thermomix. Die Hefe und den Zucker. Und verrühren das Ganze 2 Minuten. Bei 37 Grad auf Stufe 2. Und jetzt geben wir das Mehl und das Salz dazu. Und verkneten das alles auf der Knetstufe 3 Minuten. So, jetzt ist der Teig fertig. Und jetzt füllen wir den in eine Schüssel um. So, die Schüssel habe ich schon mit Backtrennmittel eingepinselt und jetzt bleibt der Teig mindestens 2 bis 3 Stunden in der Schüssel, denn so lange sollte er ruhen. Dann wären die Pizzabrötchen umso besser. Jetzt werde ich den Käse reiben. Dazu gebe ich 200 Gramm den Käse in Stücken in den Thermomix. Den habe ich also wie gesagt vorher in Stücke geschnitten. Und habe ihn dann eine halbe Stunde im Tiefkühl getan, damit er sich besser zerkleinern lässt. Und das zerkleinern wir jetzt so circa 10 bis 12 Sekunden. Ich mache 12 Sekunden auf Stufe 5. So, der Käse ist jetzt zerkleinert, den fülle ich jetzt um. Und dann werde ich noch den Schinken und die Salami klein schneiden. So, mein Pizzateig für die gefüllten Pizzabrötchen ist jetzt fertig aufgegangen. Ich habe ihn fast 4 Stunden gehen lassen. Gebe ihn jetzt auf meine bemehlte Arbeitsfläche und dann teile ich ihn in 3 Teile. So, jetzt bemehle ich den Teig von oben noch. Dann knete ich ihn einmal kurz durch und dann teile ich ihn in 3 Teile. Und jetzt rolle ich den Teig zu einem Rechteck aus. Jetzt belege ich den Teig hier so schön mit Schinken und Käse.
wird ja so eingewickelt. Einmal aufgerollt. Und das machen wir jetzt mit den anderen zwei Teigstücken auch. So, jetzt habe ich die drei Rollen geformt und jetzt schneide ich kleine Pizzabrötchen daraus. Ja, aus den Rollen habe ich jetzt kleine Pizzabrötchen geschnitten, habe sie auf meinen Zauberstein gegeben und jetzt habe ich gerade noch ein Ei mit etwas Milch verquirlt. Und damit pinsel ich sie jetzt noch ein. Ja, so die Pizzabrötchen habe ich jetzt mit dem verquirlten Eigelb bepinselt. Und jetzt wandern die in den Backofen bei 250 Grad circa 10 Minuten. Ich gebe sie in den kalten Ofen, weil ich den Zauberstein habe. Wenn ihr den nicht habt, dann würde ich sagen, dass ihr den Ofen auf 250 Grad vorheizt und dann die Brötchen reingebt. Ja, die Pizzabrötchen mit Schinken und Käse sind jetzt fertig. Nach 10 Minuten waren sie mir noch nicht braun genug, deswegen habe ich sie noch 6 Minuten länger drin gelassen. Jetzt lasse ich sie abkühlen und dann können wir sie genießen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.